sein schlecht für den Zigarren, für den Stempel und Hammer. Kölner Mundart gab heute den Ton an. Die Hörner wissen halt, was bei den Fans ankommt. 47.000 Zuschauer im Möngersdorfer Stadion, der FC Schalke ohne Anderbrügge und Michailovic. Nach 5 Minuten rutschte so manchem Kölner das Herz in die Hose. Unfreiwillige Vorlage lief Baski und Senscheid kühlt Bodo Ilfner zum ersten Mal auf den Platz. Dann die Gastgeber. Greiner. Nicht zu stoppen von Schlipper. Ordenewitz und Jens Lehmann, der Schalker Keeper. Im Glück, 28 Minuten waren hier gespielt. Die Kölner bleiben dran. Wieder Litbarski, Anspielstation im Mittelfeld. Noch einmal, dann Jansen. Kann nicht gebremst werden und Hansi Flick aus dem Hinterhalt. 45. Minute, 1:0 für den ersten FC Köln. Noch einmal, herrlich die Aktion von Hansi Flick. Unhaltbar für Lehmann, 1:0 der Pausenstand für die Gastgeber. Dann wieder Jansen, auf Andersen, wird nicht angegriffen. Schönes Zusammenspiel mit Fuchs und plötzlich ist der Weg frei. Nach 70 Minuten das 2:0, verdienter Lohn für Andersen nach dieser tollen Einzelleistung. So muss es machen, links, rechts, erklärt Trainer Jörg Berger. Wieder Andersen. Jetzt läuft es bei ihm. Und dann ist Fuchs da. Unhaltbarer Aufsetzer gegen Lehmann. Nach 90 Minuten das 3:0. Der erste FC Köln auf dem Weg in den UEFA-Pokal. Und die Schalker trotz der Niederlage wohl gerettet.